Vielen, vielen Dank, Peter Ehrmann. Vielen, vielen Dank. Spannend. Peter Ehrmann. Und so. Jetzt. Jetzt. Okay. Also wir grüßen euch aus Leipzig in unser zentraler Studio. Ja, herzliche Grüße von mir, Sabine und Jeet. Mal wieder online. Waren auch die letzten Tage unterwegs, ne? Mhm. Außer gestern, du warst kurz mit Dario mal, ne? Ja. Ansonsten geht. Ja, heute wieder mal richtig live. Mit uns, mit euch. Okay, für alle neue Zuschauer. Wir sind täglich live und für uns geht es darum, nicht Fernsehen zu schauen, sondern Fernsehen zu machen, damit wir alle senden können. Und natürlich, Peter Ehrmann ist genial, mutig mit alles, was er macht. Und das sind für mich die neuen Medien, die sich erweitern können bis zum geht nicht mehr. Das ist mein Wunsch, deswegen gibt es GTV. Und GTV sind 1000, 2000 Referentenorganisationen, die schon gesendet haben und oder senden. Und deswegen lade ich dazu ein, GTV als eigener Sender zu schauen, mein GTV, denn wir haben nicht eine spezielle Richtung, sondern jeder, der seine Schöpferkraft, seine Schönheit, seine Weisheit, seine Kreativität leben möchte, ist herzlich eingeladen, mit dabei zu tun, dabei zu sein. Wir machen diese Grundarbeit. Und mit unserer 10.000 Produktion garantieren wir die Präsenz von all diesen Themen zusammen mit allen anderen TV, die es gibt. Ja, und GTV wird auch genannt als, wo man sich fern fühlt, fern wahrnimmt, interaktiv. Also jeder gestaltet das so, wie er das möchte und ihr habt es ja eben auch schon beim Peter erfahren, genau, und manchmal gibt es Themen, die schon feststehen, die wir reingehen und manchmal ist einfach, dass wir da sind und schauen, gibt es einen Wunsch, gibt es einen Impuls, gibt es, was ist gerade in der Luft und das wird dann angesprochen und gemeinsam entsteht aus dem Moment eine Sendung. Es ruckelt ein bisschen, okay. Hallo Nijal und hallo an alle, die da sind. Okay, es gab heute unterschiedliche, manche war das Internet schnell, manche langsam. Wir senden in niedrigster Qualität, damit alle empfangen können. Und aber es entwickelt sich und es entwickelt sich, bitte ich einfach auch alle, das trotzdem zu unterstützen und so weit wie möglich dabei zu sein. Das heißt, es gerade, gerade heute ist es etwas unstabil. Oder? Nö. Okay. Dürfte okay sein. Hm. Okay. Ja, dann geht es jetzt nicht darum, dass wir also jetzt bestimmte Informationen geben und ihr hört sie und nehmt sie auf, sondern jetzt in dieser Stunde geht es darum, dass wir zusammen mit euch, zusammen, wie als würden wir in einem Kreis zusammensitzen und uns zusammen fühlen. Und
würde ich das gerne als Einstimmung machen. Also stellt euch vor, es gibt jetzt nicht das Hier und ihr da drüben, da draußen oder umgedreht, sondern ja, es gibt diese Grenze nicht. Wir sind alle zusammen in einem großen Kreis. Und es gibt einige, die vielleicht sich das erstmal anschauen, ein bisschen aus der beobachtenden Rolle, was auch okay ist. Und dennoch ist die Einladung da, sich einzulassen. Man kann nichts verlieren, gewinnen, was auch immer. Man kann nur eine Erfahrung machen, wo es um gemeinsames Fühlen gehen und es einfach gut tut. Um zu erfahren, dass wir letztendlich doch nicht getrennt sind. Und das können wir jeden Abend richtig erfahren. Eben, eine Sache sind die informative Sendungen, wo, so wie Peter, einfach vieles mitteilt. Eine andere Sache sind interaktive Live-Sendungen, wo wir kein Thema haben, nicht informieren, sondern einen Raum schaffen, wo du einfach Informationen geben kannst, Themen geben kannst. Heute hat sich der Nijal gemeldet und ich öffne jetzt Skype, damit ich einfach auch lesen kann, was geschrieben wird. Achso, ich habe es hier geöffnet schon. Okay. Das heißt, du weißt jetzt Bescheid, um was es, oder ist schon besprochen, um was es geht? Oder gab es einen Wunsch, einen Impuls von Nijal? Ja. Das heißt, er liegt im Bett, 39 Grad Fieber. Dass wir für ihn schauen, für ihn fühlen, gemeinsam. Ja. Mhm. Okay. So, erstmal kann man gut hören. Ich habe jetzt keinen Regieplatz. Das mache ich immer für die andere. Ich hoffe schon. Nijal, bist du da? Ja, wunderbar. Ob ein Anruf gut ist. Gibt es Unterbrechungen? Nicht, ne? Okay, das heißt eben, viele unserer Freunde, die, wenn was sein, wenn was ist oder so, wir helfen uns untereinander und wir schauen gemeinsam für ein Thema und von der Person, die sich zur Verfügung stellt, lernen wir alle. Genau, das geht Telefon. Das Telefon haben. Mhm. Kann ich auch machen. Bleibt unbelegt, steht hier. Hat er nur mal den Headset. Vielleicht ist der Headset noch. Kleinen Moment, Nijal. So, ja, das hat es vergessen. Ich wollte es angerufen, endlich wieder auszumachen. Und jetzt ist wieder Leitung belegt.
Hallo, hallo. Hallo? Hallo? Ah, warte mal. So, jetzt. Du hörst mich, wenn ich hier leise rede. Jetzt hören wir dich, ja. Ja, danke schön für deine Präsenz. Du gehst oft deine Themen, hast du entschieden, einfach auch alles durchzuleben und bist du täglich da. Und jetzt, was wir gemeinsam machen können, ist, dass wir dich fühlen. Wenn du ein bisschen sagen möchtest, was für dich wichtig ist. Ja, das ist eigentlich das, was ich denke mir mal. Das ist so einiges, wo ich mir mal dachte, doch, das kennt ja jeder und dann ist es doch wieder anders. Dann rede ich einfach mal, was vielleicht auch jeder irgendwo kennt. Ich bin einfach also hier steht dran, alles, ne? Knappe 39 Grad Fieber. Und dann ist das so ein gewisses Gefühl, was ja dann aufkommt. Und da ist einfach Ruhe. Sehr schnell eigentlich beschreiben. Eigentlich lernen, dass die Gedanken, die in meiner Mitte sind. Bisschen lauter, Nijal? Ja, dass die Gedanken, ja, die in meiner Mitte sind, dass ich die gar nicht brauche. Dass es dieses Feld gibt, was eigentlich nur so, wie kann man das sagen? Ja. Dieses Feld eben, vielleicht auch, weil ich immer jeden Tag dabei bin, vielleicht hängt das damit auch zusammen. Immer gleichmäßig jeden Tag dabei sein. Das ist dieses Feld, das ich eigentlich nur gleichmäßig erfahre. Und wo ich eigentlich nur Probleme habe für mich, ist, wenn ich denke. Deshalb auch Gerd Vannatinelli und Meditation, da bin ich so dankbar, wenn ich aus meinem Denken rauskomme. Da sind wir uns ja alle frei, nicht aus dem Denken rauskommen. Oh, das ist das schön. Brauche ich auch sehr gut. Ja, und jetzt bin ich nun mal in einem Zustand, in dem jegliches Denken mir Gefühle bringt eigentlich. Es ist eigentlich sehr schön. Was ich eigentlich brauche ist, ich bin in diesen Zuständen, auch im Normalen bin ich so mit diesem Denken ja drauf. Da bin ich immer sehr alleine. Ich bin also in diesem Feld und ich kann erzählen, was ich will eigentlich in meiner Umgebung, also in der normalen Welt da draußen. Das Problem ist, wir können uns kaum in uns hineinversetzen, in den Gegenüber, was er denn wirklich meint damit. Ich kann zwar schon gut in Worte ausdrücken, was los ist. Die Gefühle, die von anderen rüberkommen, das ist ein sehr, sehr Alleinsein-Gefühl. Das macht mir eigentlich am meisten zu schaffen. Vielleicht versteht ihr da, was ich meine. Also die Sache selber, da bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben über erprobt. Mit Kopfschmerzen und so weiter, meine Zähne sind auch nicht gerade die besten. Ich komme mehr oder weniger gut damit. Nur es ist dieses Alleinsein-Gefühl. Wo ich auch Herzklopfen bekomme, was ich die letzten Male angesprochen habe. Einfach nur sein, in diesem Feld, in diesem Raum, dann klopft das Herz sehr stark. Eigentlich in Ordnung, das ist eigentlich Liebe, wunderschön. Wenn da keiner draußen ist, die Liebe auffängt. Wahrscheinlich geht es auch mir nicht unbedingt darum. Auch damit eigentlich allein zurecht. Ein bisschen lauter. Ja. Ich komme auch eigentlich damit ganz gut zurecht, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn ich in meiner Liebe bin. Ja, wie gesagt, darum geht es eigentlich. Und ich denke mal, du weißt, worum es geht und vielleicht kannst du ein paar Worte mehr darüber sagen. Also gerne, ich habe etwas wahrgenommen. Dann, ich denke, es ist wichtig, das mitzuteilen. Und eben dieses Alleinfühlen, das Erste, was ich wahrgenommen habe, Nijal, sind zwei Seelen in dir. Und zwar, die Anwesenheit von zwei Seelen macht es mit dir aus, dass du dich weder noch in die eine noch in die andere
zu Hause fühlst. Ja, es ist sehr anstrengend. Genau. Und das heißt, ich wurde vielleicht, und du glaubst, eins zu sein, und das macht das Problem aus. Wenn du wenn du einen Dialog beginnen würdest mit der einen Seele und dann mit der anderen Seele, Teil deiner Seele, und sie als getrennt sehen, dann würdest du dich, was dich ausmacht, erkennen. Aber deine Wahrnehmung, dass beide Seelen du bist, das bringt dich in die Einsamkeit. Ne? Einer der Sachen, was ich oft gesehen habe, dass du sehr gut in Comedy bist, meine Empfehlung ist, nimm diese zwei Anteile wahr und mach ein bisschen Comedy mit diesem inneren Dialog. Ne? Also dieser innere Dialog in dir, der dich mal hier und da hinschmeißt und dich unstabil werden lässt, wenn man es unstabil nennen kann, würde ich das einfach auch als bewusst, mir bewusst machen und die zwei da sprechen lassen und witzig dabei sein, im Sinne, dass locker nehmen, im Sinne, dass sich nicht identifizieren. Das heißt, diese Sachen, die du durchgehst, am besten, wenn du dich nicht damit identifizierst, sondern die als zwei getrennte Teile von dir siehst, dann würdest du dich, deine Einheit, was dich ausmacht, mehr wahrnehmen und das Einsamkeit und alles, was dich jetzt trennt, würde damit sich dann auflösen. Ne? Ich kenne, was du sagst. Das ist von früher, als ich jugendlich war. Das ist meine Spielerei in mir. Aha. Das ist, wenn ich mit mir, sagen wir mal nach der Schule, sag ich jetzt mal so, eine Zeit zu geben, mit mir glücklich war. Ich konnte meine Energie ausleben. Mhm. Das Problem ist jetzt nur, ich bin jetzt 44 Jahre und die könntest mein Sohn sein. Das verliert zu sein. Nein, nicht ganz. Aber das ist eigentlich die Vorstellung, dass wir etwas anders tun wollen, als wir es früher getan haben. Auch. Das ist eigentlich nur eine Vorstellung. Wenn man einmal wieder da drin ist, dann passt das schon. Und heutzutage ist es ja auch nur das Erkennen, wie es jetzt anders wäre. Das ist schon nicht das, was du da siehst. Das ist wunderbar. Okay, dann was können wir damit machen? Also ich wurde eigentlich in all diese Sachen, die dich quälen, ich wurde immer daraus einen Dialog machen, aber ein bewusster, witziger, komischer Dialog machen. So dass du in diese Formen richtig ein bisschen übertreibst oder auf die Spitze bringst und wurde einfach, du hast mir immer oft per Skype geschrieben, und wurde mir das in diese witzige Form, das auch tippen und aufschreiben, denn du könntest Erkenntnisse bekommen, die viele Menschen, viele Leute auch helfen könnten. Ne? Vielleicht gehen wir ein bisschen weiter, wie du das machen könntest. Oder ja, meine in meinem hohen Alter, sag ich jetzt mal, was zu meinem Sohn. Ja, mein Sohn. Entschuldigung, muss ja, ich. Ja, junger Mann. Ja, da sieht es so aus, dass ich natürlich faul bin. Faul geworden. Da stelle ich mir vor, dass so einige Sachen mir fehlen in meinem Leben. Ich habe ja die letzten Wochen jetzt weniger, weil es auch weniger mehr ist. Könntest du, Entschuldigung, darf ich, weil. Ich möchte schon, könntest du das nochmal, was du jetzt gesagt hast, in einem anderen Ton sagen? Nein. In einem bewussten Ton. In einem bewussten. So, die Stimme ein bisschen verstellt. So, ich mit meinen grauen Haare und mit meinen... In meinem hohen Alter. In meinem hohen Alter. Ja, das ist... jetzt rauslocken bei mir. Eigentlich hätte ich jetzt gerade gesagt, oh, das ist so schwierig, das ist rauszulocken. Es stimmt, es ist
auf jeden Fall rauszulocken. Ja, aber eben, das war alles, was eine Meditation ist, magst du kurz halten, eine Meditation ist, sich das bewusst zu machen, und wenn man Sachen wiederholt, ne, dann werden sie einem bewusst, was man gesagt hat. Deswegen es ist es oft einfach auch gut, zu schreiben und dann wieder zu lesen oder aufzuzeichnen und dann wieder zu hören. Deswegen erlaube mir so diese, ob du das alles jetzt nochmal sagen könntest, dich dazu einzuladen. Das könnte das Eis brechen. Ich habe eigentlich bis jetzt eine andere Vorstellung, vielleicht sollte ich die noch rauslassen, und zwar, dass ich mich zur Verfügung stelle dafür. Das ist bei mir sehr stark. Weil ich da draußen gesehen habe, das, was ich darstelle, das ist selten. Deshalb kommt bei mir eher dieser Faktor hoch, ich stelle mich zur Verfügung, mal gucken, was ihr damit anstellt. Für was? Keine Ahnung. Da gibt es tausende Möglichkeiten. Gut. Ja, ich bin ja schon im Stream so. Also nimmst du mein Spiel an oder nicht? Weil sonst gebe ich es auf. Ich verstehe es nicht genau. Du verstehst es danach. Einfach jetzt so daherreden, das ist... Nein, wiederholen, was du mit dem Alter gesagt hast. Den Mut zu haben, das ist der Spiegel des Buddha, wenn du wiederholst, was du mit dem Alter gesagt hast. Wenn ich das nochmal wüsste. Es ist einfach nur hier und jetzt reden, was ich gerade habe. Ich habe das mit dem Alter und der Jugendlichkeit in Verbindung gestellt. Alter, ja. Also ich kann es dir sagen. Von was? Dann lass ich's, ja? Sachen. Ich habe zu viele Sachen da im Kopf. Ja. Genau, eben, darum geht's ja. Eben, es geht darum, wenn du frei sein möchtest, wenn du sein möchtest und nicht diese Zweiteilung, dann gibt's Möglichkeiten. Und in meiner Wenigkeit zeige ich dir eine und experimentiere die mal. Das kann ich auch langsam da dran gehen? Nein. Nein. Nein, du kennst ja auch alle Tricks, ne? Ja. Und du bist auch immer, deine Kommentare sparst du nichts, das ist wunderbar, du kannst das mit anderen, warum kann ich das jetzt nicht mit dir? Jetzt hatte ich gerade nicht genau verstanden. Du kannst das nicht mit mir? Wie meinst du? Das glaube ich dir. Es ist so schön mit dir. Markus also, schreibt, hallo alter Mann, ich bin auch bald so alt wie du. Ich weiß, wie schrecklich man sich in diesem Alter fühlt. Hihihi. Ach, oh. Hast du gehört? Hm. Es ist schrecklich, in dem Alter zu sein, ne, Ninjal? Eigentlich stört mich das kein bisschen. Eigentlich schon, ich wurde schon, das ist schon viel. 45 ist schon viel, ne? Ja, aber... ich sehe es mal so, wenn ich mit kleinen Kindern zusammen bin, dann spiele ich einfach nur mit ihnen. Dann bin ich so jung wie diese kleinen Kinder. Ja, aber wenn du dann nach Hause kommst, dann fühlst du dich wieder alt und verbraucht. Ja, stimmt. Dann bin ich diese andere Person, das stimmt. Ja, aber so ernst habe ich das jetzt nicht gemeint. Ich habe auch nicht gemeint. Das ist nochmal so, ja. Das sind diese zwei Welten, also Erwachsene. Sein und Kind sein oder Lebenspartner und Spielpartner, das geht alles. Sind das die zwei Seelenanteile in dir? Ja, nur bei mir. Vielleicht ist in meiner Sache das ein bisschen anders. Vielleicht kann man das so sagen, ja. Und diese Andersheit mit allein sein, das ist es wirklich. Und, ja. Und faul sein auch noch. Das ist auch noch. Nur ich möchte selber nicht gerne faul sein. Ich bin ungerne faul. Das, was du sagst, möchte ich eigentlich auch nicht. Möchte da weiterkommen. Nur mein Angebot ist, kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Noch ein bisschen. Mit faul sein? Na, dann wären 46 dann. Nee, schon sehr schnell. Das ist mir schon wichtig, das stimmt. Ja, das ist ja und recht schnell. Nur in meinem Zustand jetzt, ich bin da jetzt gerade, war ich komplett
weggetreten und habe diesen anderen Zustand eigentlich gefühlt. Und jetzt komme ich, also ich weiß, dass du nicht Zustand weg und bin noch nicht mal irgendwie komisch drauf, dass mir dieser Zustand fehlt. Mhm. Also der ist nur noch schwach da und es wird mir geholfen und es ist keine Sucht, krank zu sein. Das ist wunderschön, wunderbar. Das ist wirklich das höchste Glück der Gefühle, das ich jetzt gerade erkenne. Mhm. Ach, sogar das lasse ich einfach fallen manchmal. Aber eben, ich denke, du willst schon Freiheit. Von deinen Gedanken. Okay. Und eben, das hast du jetzt verraten, der alte Mann und der kleine Kind, ne, die sind zu sehr getrennt in dir, dass du bist weder das eine noch das andere. Ja. Ne? Sabine nickt. Und was machen wir jetzt, damit du dich einfach auch wohlfühlen kannst? Ich glaube, den Laptop mache ich kurz aus. Vielleicht geht es mir gar nicht ums Wohlfühlen. Es geht mir eigentlich, wie ich schon sagte, um die Sache selber an sich, was das bedeutet. Meiner Meinung nach ist dieses Feld, was ich da spüre, dieses Gefühl, das Leben an sich, daraus bestehen kann. Und das kann ich zur Verfügung stellen, meiner Ansicht nach. Ich habe nur das Problem, dass ich jahrzehntelang nie gesehen wurde, oder mir wurde nicht gesagt, hier, das ist wirklich stark, was da in dir steckt. Das habe ich selber eigentlich die letzten Monate in mir selber erst erfahren. Und dieses, was ich jetzt sage, das ist auch ganz neu. Mhm. Ich jetzt einfach so raus. Ich, ja, ein Feldspürer bin zwischen diesen beiden Welten. Okay. Ich einfach nur in mir bin. Du hast jetzt Fieber, ne? Ja, sollte nur sein. Okay. Fieber kann auch weggehen, nur... Ja, aber was fiebert, was brennt jetzt, das Kind oder der alte Mann? Oh, einfach nur Fieber bis jetzt. Der alte Mann, sag ich einfach mal. Okay. Hm. Gut, und wenn du jetzt... dich mit dem Kind einen Dialog beginnst, dann geht das Fieber runter, das garantiere ich dir. Wo ist das Kind? In deinem Körper jetzt. Das ist einfach nur in... In deinem Körper, wo lokalisierst du das Kind in Kopf, dir? Auf jeden Fall, das ist im Kopf, da ist das... Also mein... Nein, das Kind ist nicht im Kopf. Mein Mann ist links und das Kind ist rechts. Ach so, okay. Okay. Ah, okay. Auch in meinen Zahnschmerzen und Kopfschmerzen im Hinterkopf finden sich die Sachen, hauptsächlich das Kind auch. Okay. Gut. Und wo bist du? Ich bin in allem. Ich bin in diesen beiden Geschichten und vor allen Dingen bin ich irgendwo in der Mitte, die ich versuche eigentlich immer zu leben. Ich versuche die Mitte zu leben, weil ich das sehr oft gehört habe, lebe deine Mitte in dir. Und ja, okay, in deinem Körper, wo bist du? Wenn du dich in deinem Körper lokalisieren könntest, wo? Ich mache jetzt gerade die Augen auf seit langer Zeit. Ich gucke einfach nur aus meinen Augen heraus und spüre meinen Bauch. Okay. Augen heraus und spüre meinen Bauch. Okay, und ich was? Ich spüre auch die Schmerzen noch, aber die sind schwächer geworden. Okay, und der Bauch, was möchte der Bauch machen? Was sagt der Bauch? Den habe ich heute überfüttert. Der hätte heute eigentlich gar nichts essen sollen und den habe ich heute ein bisschen überfüttert. Aha. Ja. Und wenn du denn nicht überfuttert hättest, oder was würde dein Bauch jetzt sagen? Oder was empfindest du im Bauch? Was hast du mit dem Futtern unterdrückt? Das ist, weil meine Mutter gesagt hat, ich kann die Pfanne auf den Herd stellen und dann ist die Platte noch warm und ich habe einfach nur Essen gemacht. Ich habe einfach mal geguckt, ob ich essen kann. Ich habe kaum was runterbekommen. Ich hab so viel gegessen, wie ich konnte und nachher war es natürlich ein bisschen zu viel. Okay. Das ist mal passiert heute. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Aber es ging. Es hätte schlimmer sein können. Okay. Okay. Ich kann das, also ja. Was ich machen kann, ich kann das spiegeln in einem Tanz, die beiden Seiten. Sabine bietet dir an, diese beiden Seiten in einem Tanz zu spiegeln.
Also dir zu spielen. Weil in den Tanz sieht man da ein bisschen klarer. Möchtest du das? Genügt das, wenn ich mir das in der Aufzeichnung angucke, oder sollte ich besser jetzt live gucken? Jetzt. Okay, ich versuch's. Hast du noch Schmerzen? Ja, bitte? Hast du noch Schmerzen? Es ist weniger, nur es ging auch, seitdem ich dich eben kurz vor der Sendung mit Skype angesprochen hatte, da ging das auch. Also wir müssen das jetzt nicht machen, es war jetzt nur eine Idee. Weil ich aus dieser Mitte heraus gekommen bin. Also es ist so, dass wenn ich nicht denke, dann bin ich im Felddenken. Und dann bin ich sehr stark in dieser Mitte, in diesem anderen Bewusstsein mit Herzbum-Bum und alles. Und meiner Meinung nach hat das nun mal einen Sinn, auch in dieser Mitte zu sein, weil ich sehr oft gehört habe, bei vielen fehlt diese Mitte. Und wenn ich diese Mitte leben kann, was vielen fehlt, meine Einbildung. Aber das können wir jetzt machen, wir können darüber reden. Also in viele Sachen, man kann darüber reden oder man kann dann Bewusstsein reinbringen. Was ist dein Wunsch? Ich bin vollkommen verwirrt. Wunderbar. Eigentlich habe ich gar keinen Wunsch. Naja, dein Körper reagiert. Das heißt, du hast Wünsche, sonst hättest du nicht 39 Fieber. Und hättest du nicht Kopfschmerzen? Und hättest dich gemeldet. Und hättest du dich sonst nicht gemeldet? Ja, da sehe ich auch, dass ich rechtzeitig noch aufgewacht bin. So als Führung. Mhm. Ich habe es einfach mal versucht. Ich habe dich ja ganz kurz gefragt. Und dann einfach mal gucken, was daraus entsteht. Okay. Dann ist dein Gedanke, das jetzt so stehen zu lassen? Naja, aber es ist dein Wunsch. Was willst du? Entscheidungen zu treffen ist immer raus aus dem Chaos. Keine Entscheidung treffen sind immer viele Gedanken zeitgleich, die einen quälen. Aber egal, ob du Entscheidung A triffst oder B triffst, ist immer gut. Ich bin verwirrt über das, was es alles gibt, was das Leben beinhaltet. Dann deine Entscheidung ist, verwirrt zu sein, ja, um nicht etwas zu erkennen. Es ist deine Freiheit. Ich mache das auch so manchmal. Das machen wir alle. Also ich will nur, was für mich wichtig ist in der Kommunikation, ich möchte nur wissen, ja, welche Entscheidungen der andere trifft, um mich darauf einzustellen. Ganz logisch, das, was meine beiden Persönlichkeiten nicht ausleben können, das möchte ich nicht sehen. Ganz logisch. Weil ich es nicht leben kann, möchte ich es auch nicht sehen. Das ist logisch. Okay, dann gibt es Schritte. Weiterdenken bringt nichts. Ja, genau so fühle ich mich. Irgendwie so wollte ich das sagen. Und was nun? Ich habe ja wenigstens einen Vorteil. Ich kann mich hinter meinem Fieber ein bisschen verstecken. Ich darf verrücken. Ja, klar. Versteht mich. Machen wir alle ein bisschen. Dann versteckst du dich ein bisschen jetzt. Ist okay? Und ja, sollen wir einfach in Ruhe jetzt was ist das Wort? Eigentlich am Anfang den Impuls, den du hattest, dass ich in Ruhe jetzt bei mir jetzt bleibt. Vielleicht doch eher so. In allen Ehren, dass wir Sabine erstmal, vielleicht möchtest du das auch tanzen, klar, Sabine. Nein, so geht's nicht. Also mich legst du nicht rein, Nijal. Das kennst du, solche Sachen kennst du schon. Ajo. Gut, dann lassen wir es einfach. Ja. Wir können das fürs nächste Mal aufheben. Okay. Dann, ich mache bei vielen Sachen auch so, ich lasse sie stehen, ich möchte die Momente nicht verändern, sondern möchte sie einfach auch an Freunde erzählen und das war's. Ne? Wichtig ist für mich, dass man dann nicht dann stundenlang immer das Gleiche wiederholt, weil das bringt nichts, ne? Sondern wir haben das uns erzählt und ich freue mich, dass du das uns erzählt hast und dass du da bist, dass du uns vertraust, dass du den Mut hast zu sagen, ich möchte nichts ändern, weil die wenigsten trauen sich. So ist es okay, das habe ich erzählt
und jetzt machen wir weiter. So, ne? Ja, es ist ja schön, dass man sich an den Tag legen kann im Chat. Das ist wunderschön. Ja, du bist wunderschön. Und eben, trau dich mehr öfter, deine Kommentare sind göttlich, sind Poesie, sind Philosophie, alles was du, du hast deine Gründe so und so zu machen und das ist jeder hat seine Gründe, manche Sachen weiterzumachen, nichts muss man verändern, weil jeder hat seinen eigenen Plan. Ne? Und für deinen Plan sind wir bei dir. Wir freuen uns mit dir und genießen das mit und lächeln dir ab und zu, sowohl tagsüber wie nachts. Okay. Das ist so wunderschön, noch den Endsatz dazu. für die schöne neue, nicht für die neue Welt, sondern für unsere Welt. Mhm. Schönen Satz. Okay, danke schön, lieber Nijal. Schön, danke. Danke für deine Präsenz, die göttlich ist und reine Poesie ist. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Alles Liebe. Ciao. Ciao. Markus schreibt, komm mal her, Nijal, nimm uns alle mal wahr und erzähle, was du aufnimmst. Aha. Du hast zu viel uns zu sagen. Ja. Alina, Nijal, ich möchte dir danken, dass du mit uns bist. Es ist so wertvoll. Im Grunde genommen, manchmal ist ja egal, was Nijal sagt. Nijal kann stundenlang reden. Und manche verstehen, manchmal verstehen, manchmal nicht. Er kann wirklich 2 Stunden lang erzählen. Und aber die Energie, die rüberkommt, wenn man folgen möchte, dann wird man crazy. Ne? Weil versteht man es nicht. Ne? Aber die Energie, die rüberkommt, ist immer wunderschön. Also man darf sich nicht auf die Worte konzentrieren, weil er folgt natürlich all seine Erfahrungen des tagsüber und eben die Welt da draußen würde sagen, was hast du, wer bist du und so weiter. Die würden das auf keinen Fall verstehen oder erkennen. Alina, du hast dich so gewandelt in der letzten Zeit, wirklich schön zu sehen. Und sinnvoll? Ja, es ist manchmal alles ganz schön verwirrend. Und ich denke, verwirrt sein, das machen wir ein bisschen alle. Und es ist eine Strategie, um Ruhe zu haben. Ich gucke oft einfach auf verwirrt, weil wenn ich verwirrt bin, dann habe ich meine Ruhe. Und du? Bin auch zerstreut oft. Ja, verwirrt, zerstreut. Und dann ist man da in so einem Strudel und dann ist man, ja. Dann ist man einfach strudelig. Und das... Ja, es ist wie, als wenn das andere anstrengender wäre. Ja, aber ist es gar nicht. Wenn man zerstreut ist, hat man Ruhe. Niemand sagt einem was. Es ist ein Schutz. Echt? Ja. Wenn man zerstreut ist, man kann nicht erfasst werden. Man kann nicht, man wird nicht gesehen. Man wird nicht wahrgenommen. Man lässt einem in Ruhe. Wenn man aber ganz klar ist und voll in Liebe und Klarheit und Aufmerksamkeit, dann wollen alle was von dir. Ach so. Ja. Und wenn man reich ist, ist besser vielleicht verwirrt auszusehen, wenn man viel auch mit anderen Menschen zu tun hat, als klar auszusehen. Und ab und zu, so wie Nijal das macht,
kommt die Klarheit raus und zack, wird die Klarheit gegeben und dann klappt es so, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Dann hört man, ja, wunderbar, niemand will einem, will was von einem. Wenn ich nicht will, dann mache ich einfach auch verwirrt. Dann sagen die Leute, naja, verstehe ich nicht. Und dann im richtigen Moment, wenn die Meisterenergie von Nijal es erlaubt, macht kurz das Alte auf, zack, sagt was ganz Tolles und dann tschuk, tschuk, klappe wieder zu, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Aber gerade das macht das Leben doch wertvoll. Verwirrt sein. Oh, sinnvoll, da grüße ich dich für die anderen mit deinem besonderen Namen. Es kreativ zu gestalten und liebevoll zu begegnen. Das ist doch toll. Mhm. Ja, das hört sich gut an. Ich dachte, das Verwirrtsein ist so toll. Ja, das ist sinnvoll. Ne? Den habe ich von Jeet. Aha. Das ist sinnvoll. Ja? Ja. Wer ist das? Was ich gesagt habe, ist sinnvoll. Aha. Nicht zu viel denken, mehr ins Herz gehen und fühlen. Jo. Ja, Sabine ist Meisterin des Herzens. Und Sabine will sich bewegen, singen, tanzen. Inzwischen zeige ich alles, was wir können. Da, 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 da. Das ist die Webcam. So. Das können wir auch machen. Mit dem Himmel verschmelzen. Hier kann man Skype anrufen. Schön, schön. So viel Spielereien. Ja. Kann ich alles machen. Ja, Sabine. Alina, willst du anrufen und eine ins Herz gehen Meditation mit uns machen oder mit deiner schönen Stimme? Guck mal, die Kamera, du bist am Rande. Komm doch in die Mitte des Lebens. Ich bin am oder Rande. Oder bist du durcheinander? Bist du durcheinander? Verwirrt. Verwirrt? Nö, bin ich nicht. Okay, Sabine ist nicht verwirrt. Ja, Alina kann, darf, wenn sie möchte, ihre schöne Stimme, vielleicht hat sie eine schöne Stimme, ich weiß es nicht. Ach so, ich dachte, das hört sich so an. Oh, was heißt oh? Und dann uns ins Herz fühlen, mit ein paar Worten, mit einem Witz, mit hi, geht ins Herz, Punkt, und tschüss. Weiß gar nicht wie. Oh, das ist, ich weiß nicht, wie man es ins Herz führt. Ah. So, jetzt weiß ich immer noch nicht. Ah. Und jetzt kommt etwas, wie ich euch ins Herz fühlen kann. Ah, doch noch nicht klar. So. Jetzt seid ihr im Herz, weil dies meine Absicht war. Ich finde das ganz einfach, deswegen. Was man selbst ganz einfach findet, das können die anderen nicht. Was für mich ganz einfach ist, bis das Verständnis von JITTV, das dauert Jahrzehnte, bis es für die anderen auch. Deswegen, was man für einen klar ist, es ist gut und wichtig weiterzugeben.
So, wer Alina, Alina Stimme hören möchte, stimmt. Oder sagt es. Markus schreibt, ich übermittle euch jetzt ohne Worte, was heute Nacht an Informationen eingeflossen ist. Fließend, kraftvoll, vollkommen, da gehen ganz viele Türen auf. Nur hinhören, leise. Also dann warte noch, Alina. Wir verbinden uns mit der Erfahrung von heute Nacht von Markus. Er hat mich um 2 Uhr nachts oder sowas das über Skype mitteilt. Mhm. Und wir üben JTV ohne Technik. Wir fühlen das, was uns Markus jetzt fühlen und sehen lässt. Jetzt. Ein Sternentor öffnet sich, ein Tor, und wir können wirklich alle das mitfühlen und dabei sein. Diese Verbindung mit anderen Universen, das Staunen, dieses Erfüllen der Unendlichkeit in eine Form, wo wir noch nie gefühlt haben, denn für uns ist unendlich nur ein Wort oft. Die Farben, die innen drin sind, die Heilung, was geschieht, wenn wir mit Markus in die seine Erfahrung mit erfahren und erleben.
Das fühlte sich so an wie... Dissonanz, oder wie nennt sich das? Oder wenn das nicht ganz... Wie was Neues, wie was noch ungewohnt. Mhm. Und das klingt dann eher wie disharmonisch, aber es ist, weil es was ganz anderes, Neues, Ungewohntes, nicht Einzuordnendes. So habe ich es wahrgenommen. Und danke, Markus, dass du das uns das teilst, weil ich fühle mich auch heute in so einem Zustand, so mir schwer fällt, irgendwas in Worte irgendwie zu bringen, zu fassen, zu überlegen, oder es ist irgendwie so ein, wie als wenn was weit geworden ist, aber das noch nicht sich sich noch nicht ganz klar gezeigt hat. Ja, irgendwie ein Raum ist weit geworden, aber es ist noch, es richtet sich noch aus, so fühlt es sich an. Ja. Und man könnte meinen, oder vielleicht fühlen manche sich, als würden sie drinnen schwimmen und fühlen sich verwirrt oder zerstreut. Also so nehme ich es für mich wahr, weil irgendwie gerade nichts da ist, wo ich kann mich an alte Geschichten irgendwie vielleicht noch ein bisschen halten. Aber sonst ist gerade irgendwie nichts da. Ist so eine... eine Leere, die unheimlich gefüllt ist mit was Neuem. Und so kann ich es nur ausdrücken. Ich danke dir sehr. Lina, der göttliche Tor im Universum. Ton. Der Ton der Einheit. Mhm. Der Wendepunkt zwischen Ausatmen und Einatmen des Universums. Markus, mir wurde es heute Nacht schier schwindelig, doch ich konnte mich wieder erinnern und mein Herz klopft. Müsste jeder hören. Müsste jeder hören. Ja, wir hören es. Denke, es gibt regelmäßig, wir bekommen regelmäßig irgendwelche Einweihungen oder Toren öffnen sich. Und bis jetzt haben wenige gemacht, dass der eine in Österreich, wie heißt der naja, das ist immer, dass wir täglich oder regelmäßig alles, was sich in der Woche geöffnet hat, würde ich gerne die Information bekommen. Aramat. So in dieser Form. Nee, nicht Aramat. Nicht Aramat? Nein, der. Ich glaube, da warst du nicht da, hat es einmal seine Botschaft gesendet. Ne? Okay, egal. Und dass man regelmäßig, wünsche ich mir, dass jemand diese Öffnung mitteilt, damit wir uns wahrgenommen werden. Oder übermorgen wird noch ein Tor sich öffnen und so und so und so mit diesen Sachen, damit wir immer in Genuss sind und vorbereitet. Ja, das ist gut, weil sonst denkt man irgendwie, das kann auch ja mit Nijal auch zusammenhängen. Also es ist, man denkt, man ist in irgendwie... Genau, ne, man, ja. Also bei mir fließt total, ich muss ständig niesen und es ist irgendwie so... Und auch Kopfschmerzen und so, aber es fühlt sich nicht, und trotzdem fühle ich nicht, dass es irgendwie ist wie krank. Es ist nur irgendwas im Busche. So. Mhm. Und deswegen ist es, finde ich, total schön, solche Dinge auszusprechen. Weil, denke ich, jeder irgendwie was spürt oder was anderes spürt oder empfindet. Und dann, dann können wir... ist irgendwie leichter und schöner. Das übermorgen ist ein ganz besonderer Tag. Beachtet das Datum 2/1/3. Okay. Okay. Aha.
Und Frühlingsanfang. Juhu. Dankeschön. Ah, morgens Frühlingsanfang. Nee, morgen noch nicht, übermorgen. Jo. Jetzt wuscheln wir beide in den Haaren. Das Universum wirkt. Also ich möchte jetzt in mein Bettchen. Also, wer in sein Bettchen möchte, kann das jetzt tun. Ja! Ihr dürft ins Bettchen. Wir dürfen ins Bettchen. Obwohl die Medi mit Alina nicht schlecht, ne? Naja, vielleicht. Freue ich mich auch drauf, aber ich möchte das richtig. Also jetzt habe ich eher den Wunsch, mich zurückzuziehen. Also ich werde Wochenende wieder 3-4 Tage in Rom sein, was ganz Tolles wieder aufnehmen. War nicht live, ne? Ich glaube nicht, ich frage noch, ob da was ein Wunsch ist, ne? Was natürlich schön wäre. Ich rufe schon noch an. Ebenso wie Peter Ehrmann. Meinst du heute, Alina? Wolltest du heute noch anrufen? Hattest du den Impuls? Nicht heute, okay. Okay, wunderbar. Jo, dann die Stunde ist rum. Ich verspreche immer für die, die möchten, das zeitlich zu begrenzen, damit viele sagen, okay, ich bleibe die Zeit. Und ja, damit diese Verbindung, diese Kommunion, diese Gemeinsamsein, man sich darauf einstellen kann. Schatzi. Ja, Schatzi, du bist ja da. Wer bist du denn? Ja, wer bist du? Haben wir uns heute mal gesehen. Zwischendurch mal hallo, nur kurz. Hallo. Wir haben dich noch gar nicht richtig wahrgenommen. Hallo, Schatz. Ja, wir sollten uns viel öfter so bewusst, wir sind verbunden, aber trotzdem nochmal so bewusst. Ja. Genau, ich zeige euch ein kleines Video. Was ich vorbereitet habe. Was ich jetzt in Schleife laufen lassen möchte. Wo ist es denn heute hier? Ist von Michael Jackson. Mhm. Und es gibt eine sehr wichtige Mitteilung. Ist eine schlechte Aufnahme irgendwo, irgendwie, was gemacht wurde. Aber sind 20 Sekunden. Mhm. Aber das werde ich jetzt in der Wiederholung machen. Jalsa empfinde ich in Mitte ruhig mit viel Kribbeln, wenn ich aus der Herzensmitte rausging. Eine schöne Erweiterung, lieben Dank. Magst du hineinfließen in die Schönheit, fühlt euch geborgen, sei gesegnet und morgen wird es dir ganz hier ganz viel besser gehen, ja. So ist es, danke. So, und jetzt Michael Jackson mit einer kleinen Aufnahme, was nebenbei gemacht wurde, wo er ganz wichtige Sachen gesagt hat. Das könnt ihr als Meditation jetzt anschauen. So, gleich.